Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ein Mantra ist ein kontemplatives Gebet, das durch die Wiederholung einer bestimmten Anrufung Gottes das Verweilen bei ihm ermöglichen will. Es ist das reine Innehalten, ohne etwas zu fordern, ohne etwas zu erwarten oder abwehren zu wollen, und nur sich selbst wieder in Beziehung zu Gott, zu Krishna zu setzen. Darin liegt der tiefe Sinn jedes Gebets. Seine offenbarte Form weist auf die Möglichkeit hin, sich frei von Projektionen, Wünschen und Plänen die Führung Gottes wieder zu erspüren und sich ihr dann ergeben zu können. Wenn dann in dieser Haltung seine Nähe ersehnt wird, erwidert er unsere Bemühung im Yoga, in der Verbindung mit unserem Ursprung, dessen letztes Ziel die liebevolle Beziehung zu Krishna ist, den ewigen Freund des Lebewesens. Da zeitweilige Freuden und Sorgen unsere Aufmerksamkeit beanspruchen, fällt es uns schwer, uns unserer Beziehung mit Gott bewusst zu bleiben. Doch die Sehnsucht danach bleibt, unabhängig, wie sehr wir uns von unserem eigentlichen Ziel ablenken, und äußert sich in dem Drang, unzählige Wünsche in dieser Welt befriedigen zu wollen. Wir als moderne Menschen lieben es, uns Tätige, Produzierende und Schaffende zu nennen. Doch eigentlich sind wir ruhelos, nicht fähig zu verweilen und uns zu vertiefen. Wir verbrauchen Menschen, Dinge, Gedanken und Worte ohne Zahl und bleiben doch immer unerfüllt. Durch dieses Bemühen für Ersatz im Äußeren werden wir unsensibel für unsere eigentlichen Bedürfnisse als Seele. Dann ist diese Sehnsucht nicht mehr spürbar. Dies wieder zu erkennen und selbst geschaffene innere Mauern abzubauen, ist der Beginn einer spannenden spirituellen Entdeckungsreise. Sie ist der letztliche Sinn des Lebens, des Aufenthalts des ewigen Selbstes in einem menschlichen Körper. Zu dieser Reise wünschen wir dir viel Kraft und Inspiration.